Wir schreiben das Jahr 1852. Der Schnee bedeckt die Straßen Londons. Es sind die letzten Tage einer außergewöhnlichen Frau, Ada Lovelace. Ada war eine Frau von bemerkenswerter Schönheit und Charisma, bekannt für ihren scharfen Verstand und ihre lebhafte Vorstellungskraft. Sie war ihrer Zeit weit voraus und veröffentlichte unter anderem das erste Computerprogramm. Sie sprach von Konzepten wie künstlicher Intelligenz und Computerprogrammierung lange, bevor diese Ideen im kollektiven Bewusstsein verankert waren. Doch leider würde sie selbst nicht weiter an ihren Visionen für die Zukunft arbeiten können. Ada liegt im Sterben und schreibt ihre letzten Worte an den Mann, der ihr am wichtigsten geworden war, ihren Mentor und Freund Charles. Mein lieber Charles, während ich hier liege, umgeben von der Stille, die das Ende meines Weges markiert, überfluten mich Erinnerungen an unsere gemeinsamen Entdeckungen, an die unzähligen Stunden, in denen wir uns in die Tiefen der Mathematik und der Möglichkeiten der Maschinen verloren haben. In diesen letzten Momenten meines Lebens möchte ich dir, meinem Mentor und Freund, einige Worte hinterlassen, auch wenn das Schicksal es so gewollt hat, dass wir uns nicht persönlich verabschieden können. Meine Mutter hat entschieden, dass unser letztes Treffen nicht sein soll. Doch kein Verbot kann jemals die Verbindung auslöschen, die wir durch unsere gemeinsame Leidenschaft für das Unbekannte und unsere Träume von einer Welt geschmiedet haben, die durch die Kraft der Analytical Engine transformiert werden könnte. Wie du weißt, war meine Kindheit geprägt von der Abwesenheit meines Vaters, Lord Byron. Sein genialer Geist und stürmisches Leben begleitete mich wie ein Schatten. Ich habe dies früher als Bürde empfunden. Rückblickend erkenne ich, dass es mein Glück war. Meine Mutter, bestrebt, mich vor seinem Einfluss zu schützen, führte mich in die Welt der Logik und der Mathematik ein. Dieses Fundament wurde zur Grundlage meines Denkens. Von meiner ersten Begegnung mit dir und deinen revolutionären Ideen bis zu den Tagen, in denen ich über deinen Entwürfen brütete und versuchte, ihre Bedeutung für die Zukunft zu deuten, warst du immer eine Quelle der Inspiration und des Mutes für mich. Es war ein Privileg, neben dir zu stehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen, eine Zukunft, die wir uns gemeinsam erträumt haben. Ich bedauere nur, dass meine Zeit zu kurz war, um zu sehen, wie unsere Visionen Wirklichkeit werden. Doch ich verlasse diese Welt mit der Gewissheit, dass die Samen, die wir gesät haben, eines Tages aufgehen und blühen werden. Mein Leben war nicht ohne Leid. Krankheiten und persönliche Kämpfe forderten ihren Tribut. Doch in der Wissenschaft und in unseren Träumen fand ich Trost und Zweck. Meine Ehe, die Geburt meiner Kinder, die Jahre des Lernens und Forschens, all dies waren Kapitel meines Lebens, die mich formten, aber auch herausforderten. Nun, da ich am Ende meines Weges stehe, blicke ich zurück auf ein Leben, das reich an Erkenntnissen war, aber auch voll unerfüllter Möglichkeiten. Mein letzter Wunsch ist es, dass du, mein Freund, die Fackel weiterträgst. Dass die Samen, die wir gesät haben, in den Herzen derer aufgehen, die nach uns kommen. Dass die Brücke zwischen Wissenschaft und Vorstellungskraft erweitert wird. In tiefer Verbundenheit und mit unendlichem Respekt, deine Ada. Hey, willkommen an dem Ort, an dem wir frei und losgelöst über Was-wäre-wenn-Fragen der Geschichte spekulieren, die einem, zumindest uns, manchmal in den Kopf schießen. Heute konnten wir nicht aufhören, über eine faszinierende Frau der Menschheitsgeschichte nachzudenken. Sie war einer dieser Menschen, die im falschen Jahrhundert geboren wurden. Ada Lovelace, geboren am 10. Dezember 1815, als Augusta Ada Byron, trat in eine Welt ein, die von den Nachwehen der industriellen Revolution und den Anfängen der viktorianischen Ära geprägt war. Eine Zeit, in der Wissenschaft und Technologie begannen, die Grenzen des menschlichen Wissens und der Fähigkeiten zu erweitern, doch für Frauen waren die Türen zu diesen Feldern weitgehend verschlossen. Sie war die einzige legitime Tochter des berühmten romantischen Dichters Lord Byron und Lady Anne Byron, einer Frau von außergewöhnlicher Intelligenz und strenger moralischer Grundsätze. Nur wenige Wochen nach Adas Geburt trennten sich ihre Eltern und Ada sollte ihren Vater nie kennenlernen.
Ihre Mutter, entschlossen, Ada vor den als skandalös betrachteten poetischen Neigungen ihres Vaters zu schützen, förderte stattdessen ihre Ausbildung in Mathematik und Naturwissenschaften, ungewöhnliche Fachgebiete für eine junge Dame ihrer Zeit. Ada zeigte ein bemerkenswertes Talent für Mathematik und Logik, das durch ihre umfangreiche und fortschrittliche Ausbildung, die ihr von renommierten Tutoren wie Mary Somerville, einer führenden Wissenschaftlerin ihrer Zeit, zuteil wurde. Adas intellektuelle Neugierde kannte keine Grenzen und sie entwickelte eine tiefe Faszination für die Mechanik und die Möglichkeiten der Technologie. Mit nur 13 Jahren skizzierte sie die Idee einer dampfgetriebenen Flugmaschine, basierend auf intensiven Studien und ihrer eigenen Wissenschaft der Flugologie. Im Alter von 17 Jahren wurde Ada mit Charles Babbage bekannt gemacht, einem Mathematiker und Erfinder, der an der Konstruktion der Difference Engine arbeitete, einer frühen Form des mechanischen Rechners. Diese Begegnung entfachte in Ada eine lebenslange Freundschaft und eine professionelle Zusammenarbeit, die die Grundlagen der Informatik prägen sollte. Babbage war von Adas Intellekt und Verständnis für seine Arbeit beeindruckt und führte sie in sein neues Projekt ein, die Analytical Engine. Anders als die Difference Engine, die für spezifische Berechnungen konzipiert war, war die Analytical Engine eine viel ambitioniertere Maschine, die in der Lage sein sollte, jede Art von Berechnung oder mathematischer Operation durchzuführen. Ada erkannte das volle Potenzial dieser Maschine. Während Babbage hauptsächlich an den mechanischen Aspekten interessiert war, sah Ada die Möglichkeit, die Maschine zum Lösen komplexer mathematischer Probleme zu nutzen, die weit über das hinausgingen, was Babbage vorgeschlagen hatte. Im Jahr 1843 veröffentlichte sie eine Reihe von Notizen zu Babbages Analytical Engine. In einer dieser Notizen, heute als Note G bekannt, beschrieb Ada das, was im Wesentlichen als der erste Algorithmus angesehen wird, der jemals speziell für die Ausführung durch eine Maschine geschrieben wurde. Damit legte Ada die Grundlagen für das, was heute als Computerprogrammierung bekannt ist. Im Alter von 19 Jahren heiratete Ada den späteren Earl of Lovelace, William King, und wurde zur Gräfin. Trotz der gesellschaftlichen Erwartungen und der Verantwortung als Mutter von drei Kindern verlor sie nie das Interesse an der Wissenschaft. Leider wurde ihre Genialität zu ihren Lebzeiten nicht vollständig anerkannt. Sie starb viel zu früh am 27. November 1852 im Alter von nur 36 Jahren an Krebs. Ada hinterließ ein Vermächtnis, das die Grundlagen für die moderne Welt der Computertechnologie und Programmierung legte. Nach dem Tod von Ada gerieten ihre Notes in Vergessenheit. Erst 100 Jahre später wurde der Text wiederentdeckt und 1953 in einem Buch beschrieben. Fast zur gleichen Zeit ging der Informatiker Alan Turing auf Adas Notizen ein. Alan schrieb einen Artikel Computing, Machinery and Intelligence, der bis heute einer der bekanntesten Veröffentlichungen in der ganzen Informatik bleibt. Obwohl der Artikel ganz am Anfang des Computerzeitalters erschien, wirft er Fragen auf, mit denen sich das Fachgebiet der künstlichen Intelligenz immer noch beschäftigt. Turing beschäftigte sich im Artikel mit der Frage, ob man einen Computer als intelligent bezeichnen könnte. Dabei setzte er sich mit den Notizen von Ada auseinander und zitiert sie. Adas Leben und Arbeit sind ein leuchtendes Beispiel für die Kombination von Kreativität und analytischem Denken. Sie bewies, dass Wissenschaft und Kunst nicht getrennt, sondern Facetten eines einheitlichen Verständnisses der Welt sind. Heute wird sie als Pionierin und erste Programmiererin gefeiert, deren visionäre Arbeit das Fundament für das digitale Zeitalter legte. Was wäre, wenn Ada Lovelace länger gelebt hätte und ihre Ideen weiterverbreitet worden wären? Charles Babbage war ein Mathematiker und Erfinder, er gilt als Vater des Computers. Die Begegnung zwischen ihm und Ada öffnete das Tor zu einer Zusammenarbeit, die die Grundlagen der modernen Informatik legen sollte. Charles hatte die Vision einer Analytical Engine, einer mechanischen Rechenmaschine, die komplexe Berechnungen durchführen konnte. Groß wie eine Lokomotive, zusammengesetzt aus über 50.000 Teilen und von einer Dampfmaschine angetrieben. So sollte der Rechenapparat den Plänen zufolge aussehen. Die Analytical Engine war ein Computer im modernen Sinne, weil man ihr ein Programm geben konnte in Form von Lochkarten. Die Analytical Engine speicherte Zahlen im Dezimalformat, moderne Computer verwenden dagegen das Binärformat.
Charles kannte zwar die Binärzahlen, entschied sich aber für Dezimalzahlen, weil er dadurch weniger Speicherplätze brauchte. Moderne Rechner verwenden das Binärformat, weil die Schaltkreise dadurch einfacher werden. Ada schrieb den ersten Algorithmus, der von einer Maschine ausgeführt werden sollte, womit sie zur ersten Programmiererin der Welt wurde. Aber nicht durch direkte Programmierung in einer Maschine, wie wir es heute verstehen, sondern durch das Verfassen einer detaillierten Beschreibung dessen, wie Charles Analytical Engine konzipiert werden sollte, um bestimmte Berechnungen durchzuführen. Leider wurde die Analytical Engine nie vollständig gebaut, da man niemanden fand, der dieses Projekt finanzieren wollte. Ada hatte also nie die Möglichkeit, ihren Algorithmus in der Praxis zu testen oder einzuprogrammieren im Sinne moderner Computertechnologie. Ihr Algorithmus war für die Berechnung der Bernoulli-Zahlen gedacht, eine Sequenz mathematischer Zahlen, die in der Zahlentheorie eine Rolle spielen. Ada beschrieb Schritt für Schritt, wie die Operationen durchgeführt werden sollten, einschließlich der Loops und Bedingungen, die wir heute in modernen Programmiersprachen verwenden. Ihre Notizen enthielten eine Serie von Anweisungen, wie die Analytical Engine die nötigen Berechnungen durchführen sollte. Ada verwendete für ihre Beschreibung eine Form von Notation, die auf den von Charles entworfenen Mechanismen der Maschine basierte. Sie schrieb diese Anweisungen und Berechnungen detailliert nieder und illustrierte diese. Ihre Arbeit demonstrierte ein tiefes Verständnis sowohl für die Mathematik, die hinter den Berechnungen stand, als auch für die mechanische Logik der Analytical Engine. Sie sah nicht nur eine Rechenmaschine, sondern eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Ein Gerät, das fähig sein könnte, jegliche Form von Informationen zu verarbeiten, nicht nur Zahlen. Dies ist für einen modernen Programmierer eine Selbstverständlichkeit, war aber 1843 ein radikaler Gedanke, den viele nicht verstanden haben. Diese Notizen waren bahnbrechend, darunter die Vision, dass Maschinen eines Tages in der Lage sein könnten, Kunst und Musik zu komponieren. Ihre Ideen legten somit den Grundstein für die moderne Informatik und künstliche Intelligenz. Adas Arbeit zeigte eine bemerkenswerte Vorstellungskraft und Weitsicht. Sie verstand das Potenzial, das weit über mathematische Berechnungen hinausging. Eine Idee, die die Welt erst ein Jahrhundert später vollständig begreifen und schätzen würde. All das machte sie nicht nur zu einem entscheidenden Teil der Geschichte der Computertechnologie. Sie prägte auch ein Vermächtnis, das beweist, dass die Kraft der Vorstellungskraft und intellektuelle Neugierde die Grenzen des Möglichen erweitern können. Stellen wir uns nun eine alternative Realität vor, in der Ada länger zu leben gehabt hätte und ihre Ideen zur Datenverarbeitung und Programmierung in ihrer Zeit realisiert und angewandt wurden. Wie hätte diese frühzeitige Blüte der Computertechnologie die Welt, wie wir sie kennen, verändert? In dieser Welt hätte die industrielle Revolution eine zusätzliche Welle technologischer Innovationen erlebt. Die Einführung von Adas Programmierkonzepten im frühen 18. Jahrhundert hätte zu einer raschen Entwicklung von Rechenmaschinen geführt, die komplexe Berechnungen automatisieren und optimieren könnten. Diese Maschinen hätten die Effizienz in der Produktion gesteigert, die Kosten gesenkt und einen früheren Beginn der Automatisierung eingeläutet. Andererseits hätte das zu einer größeren Kluft zwischen den Regionen, Ländern oder sozialen Gruppen, die keinen Zugang zu diesen Technologien gehabt hätten, führen können. Dies hätte die soziale Ungleichheit verstärkt. Auch müssen wir bedenken, dass eine frühere industrielle und technologische Revolution zu einem erhöhten Verbrauch natürlicher Ressourcen und einer Zunahme der Umweltverschmutzung geführt hätte. Mit der frühen Verfügbarkeit programmierbarer Maschinen wäre auch das Bildungssystem revolutioniert worden. Mathematik und Logik hätten vermutlich eine noch zentralere Rolle in den Lehrplänen eingenommen, um junge Denker auf eine von Technologie dominierte Zukunft vorzubereiten. Wissenschaftliche Forschungen hätten von der Fähigkeit, komplexe Simulationen und Berechnungen durchzuführen, profitiert, was zu schnelleren und bedeutenderen Durchbrüchen in allen Disziplinen geführt hätte. Andererseits hätte es wohl auch zu einer früheren Abhängigkeit von dieser Technik geführt. Die Fähigkeit, ohne technologische Unterstützung zu rechnen, zu navigieren oder kreativ zu sein, könnte wie zur heutigen Zeit teilweise verloren gehen oder weniger geschätzt werden. In unserer alternativen Geschichte hätten Künstler und Musiker früher Zugang zu digitalen Werkzeugen gehabt, um neue Formen des kreativen Ausdrucks zu erforschen. Digitale Kunst und computergenerierte Musik wären nicht Produkte des späten 20. Jahrhunderts, sondern hätten bereits im 19. Jahrhundert ihren Anfang genommen,
was die Entwicklung vollkommen neuer Kunstgenres und musikalischer Stile inspiriert hätte. Die frühe Einführung von Computertechnologie hätte auch tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Die Verfügbarkeit von Informationen wäre exponentiell gestiegen. Unternehmen, die schnell die neuen Technologien adaptieren, hätten florieren können, während traditionelle Industrien sich anpassen oder untergehen würden. In einer Welt, geprägt von Adas Erfindungen, wäre die Grenze zwischen real und digital viel früher verwischt worden. Insgesamt hätte die frühe Verwirklichung ihrer Visionen eine Welt geschaffen, die in vielerlei Hinsicht unserer heutigen ähnelt, jedoch mit eigenen, einzigartigen Herausforderungen und Problemen, die gelöst werden müssten. Heutzutage ehren wir Ada Lovelace auf vielfältige Weise. Hier sind einige Beispiele. Ada Lovelace Day. Ein internationaler Feiertag, der jedes Jahr am zweiten Dienstag im Oktober gefeiert wird. Dieser Tag wurde ins Leben gerufen, um die Errungenschaften von Frauen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu feiern und zu fördern. Der Ada Lovelace Day beinhaltet Vorträge, Workshops und Events weltweit, die darauf abzielen, junge Frauen für Karrieren in den Wissenschaften zu inspirieren. Programmiersprache Ada. Die US-Verteidigungsbehörde benannte in den 1980er Jahren eine von ihr entwickelte Programmiersprache nach Ada Lovelace. Die Sprache Ada wurde mit dem Ziel entworfen, Softwareentwicklung auf ein neues Niveau der Sicherheit und Zuverlässigkeit zu bringen und wird heute vor allem in Systemen verwendet, bei denen Sicherheit und Präzision entscheidend sind, wie in der Luft- und Raumfahrttechnik. Wissenschaftliche Anerkennung und Ehrungen. Ada Lovelace Beitrag zur Entwicklung der Computertechnologie wird in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen und Büchern gewürdigt. Forschungseinrichtungen, Universitäten und technologische Gesellschaften halten regelmäßig Vorträge und Veranstaltungen in ihrem Gedenken. Denkmäler und Ausstellungen. In verschiedenen Teilen der Welt wurden Denkmäler und Gedenktafeln errichtet, um Ada Lovelace zu ehren. Museen wie das Science Museum in London haben Ausstellungen, die ihr Leben und Werk darstellen, um Besuchern einen Einblick in ihre außergewöhnlichen Beiträge zu geben. Stipendien und Bildungsinitiativen. Um Frauen in den MINT-Fächern zu fördern, wurden Stipendien und Bildungsprogramme im Namen von Ada Lovelace ins Leben gerufen. Diese Programme zielen darauf ab, Barrieren abzubauen, die Frauen von einer Karriere in der Wissenschaft und Technologie abhalten könnten. Was denkt ihr über Ada? Fandet ihr sie auch so beeindruckend wie wir? Teilt eure Gedanken und Ideen in den Kommentaren. Welche anderen historischen Ereignisse oder Orte würdet ihr gerne in einer alternativen Geschichte erforscht sehen? Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise in die Vergangenheit und in die Welt der alternativen Geschichte begleitet habt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, um keine unserer zukünftigen Geschichtsabenteuer zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder fragen: Was wäre, wenn?